بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمم إن شاء الله heute unser Thema شرح السنة للشيخ البربهاري رحمه الله. Und das ist die vierte Teil. Und letztes Mal sind wir geblieben, wo الشيخ رحمه الله sagte: قال الشيخ رحمه الله وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة إن ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وتبتت الحجة وانقطع العذر. هكذا قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. Und wir wissen, wer Umar ibn Khattab radiallahu anhu in etwas sagt. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حقه: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. Wenn ein Prophet hinter mir wäre عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. والشيخ رحمه الله ist mit dieser Aussage von Umar ibn Khattab gekommen, damit uns auch zeigt, wie anna ad-din kamil wa kadhalika ad-din la yanfalithu an ithnain, an al-kitab wa as-sunnah. Ad-din, unsere Religion, braucht, dass man al-kitab wa as-sunnah zu folgen, nicht wie manche Leute denken, dass Al-Quran reicht, oder manchen denken, dass As-Sunnah reicht. Ich sage immer, als Al-Islamu atammahu Allah Azza wa Jal, ist vollkommen. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, es gibt immer noch Al-Firaqul Dalla, Firaqun Dallatun tadda'i anna ala al-Kitab wa ala al-Sunnah. Man ist damit, es gibt viele Sekten, die denken, dass sie im rechten Weg sind, aber die haben überhaupt keine Beweise. Findest du also nicht im Koran, auch nicht in Sunna. فماذا قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه sagte: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حَسِبَهَا هُدَى. Das heißt, es gibt keine Entschuldigung, wenn jemand etwas folgt und denkt, dass er oder dass es die Wahrheit ist. Es gibt keine Entschuldigung. Damit gemeint هنا: لا حجة لإنسان يتبع طريقة أو طرقا على جهل. Es gibt keine Entschuldigung, jemand, der Sekten oder einen Weg ohne Wissen zu folgen. لأن قول عمر رضي الله عنه يعني واضح, ein klare Aussage. لأن الله عز وجل بين الحق. Die Klarheit ist schon da. نجد الحق في القرآن وكذلك نجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن dass ein Sekte zum Beispiel folgt, hada taqsirun minhu, das ist seine Aufgabe, dass er recherchiert und dass er der Wahrheit folgt. Nicht einfach einer sagt,
Wir sind eine Gruppe und wir sind in dem richtigen Weg, aber ohne Beweise. لأن الحق يعرف بالعلم. Wie kannst du wissen, dass du im richtigen Weg bist, wenn du immer Beweisen hast? لأن الحق لا يظهر إلا بالحق. Wie kannst du wissen, dass du im richtigen Weg bist, außer wenn du die Wahrheit hast? Und die Wahrheit ist Versen von Koran und Hadithen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber dass du einfach nur dein Hawa folgst, das ist keine Wahrheit. Es gibt viele Leute, sogar denken, dass die Muslime sind, aber sie sind in manche Gruppen, die sogar große Schirk machen. فهذا لا يعذر, das hat keine Entschuldigung, wenn er vor Allah Azza wa Jalla steht. هذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد, es gibt keine Entschuldigung für jemand, في ضلالة ركبها حسبها هدى. Er denkt, dass das die Wahrheit ist, aber er sucht nicht die Wahrheit. Es gibt immer noch viele Leute, denken, wie ich auch gesagt habe, dass die richtige Weg haben oder folgen, aber die folgen einfach nur blind. Die folgen nur einem Scheich, der überhaupt auch kein Wissen hat. ونحن نعلم أن دين الإسلام ist komplett vollkommen. يعني schon fertig. كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aber kommt einer und macht Tariqat und macht Sachen, die überhaupt nicht mit Islam zu tun hat. Und die sagen, das ist unsere Religion. Wir sind nicht streng. Wir sind eine Religion, die mit Freiheit zu tun hat. Subhanallah, wie kann das sein, dass du solche Sachen sagst, aber du hast viele Sachen, die nicht mit Islam zu tun hast, die nicht mit Islam zu tun hat, reingebracht. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam يقول, wenn du etwas in Islam reingebracht hast, das wird nicht von dir angenommen. لأن الله عز وجل كذلك يعني يقول وإنهم ليصدون عن السبيل عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. سبحان الله, هذه الآية eigentlich reicht. يقول الله عز وجل وإنهم ليصدون عن السبيل. Also die Gruppen, يصدون heißt, dass die, wie kann ich das sagen, subhanallah, يصدون, das heißt, die stehen vor der Wahrheit. Wie auch manche Gelehrten sagen, solche Sekten, solche Gruppen, die verlieren, also die haben für uns viel Zeit gekostet. Weil du kommst, du machst ein Jahr zum Beispiel Vorträge, die über, also gegen Schirk zu tun hat. Aber kommt einer und macht alles kaputt. Da musst du wieder nochmal von vorne wieder anfangen, subhanallah. Weil eigentlich die Leute, die einfach nur Hawa folgen, die sind nicht, also ich sage immer, nicht bewaffnet. Und ich sage immer, unsere Waffe ist Al-Ilmu, Wissen. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لأن العلم هو الذي يحرسنا, der schützt uns. Das Wissen schützt uns. Ohne Wissen sind wir nichts. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني die Leute, die einfach nur manche Schuhe folgen, meisten, die suchen nicht nach der Wahrheit.
Und die folgen einfach nur blind. Egal was du ihm sagst, er macht's. Und das erleben wir fast jeden Tag. Aber wenn du mit jemandem sitzt, da findest du, sein Kopf ist richtig leer. Nix. Er hat nur im Kopf sein Hawa und sein Sheikh, sein Tariqat. Besonders die Leute, die diese Sufis-Tariqat folgen. Die leben nur mit Träumen. Und ich habe gehört, und ich habe immer einen Traum gesehen, ich habe Jibril gesehen, ich habe der gesehen und so weiter und so fort. Das heißt, ihre Akide gering, also ist nur mit Träumen gegründet. Das ist nicht unsere Religion. Unsere Religion braucht richtige, stabile Muslime, die mit Wissen zu tun haben. لهذا قال الله عز وجل وإنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. Die denken, dass sie in richtigen Weg sind. Die denken, dass sie in diese Huda sind. Aber in der Wahrheit sind gar nichts. Nas'al Allah Azza wa Jal anna lakuna minhum. Thumma qala Umar ibn al-Khattab ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. Das ist auch eine wichtige Sache. Aber erstens muss man erstens wissen, dass Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, und auch viele, viele Sahaba, die haben auch über diese Zeit geredet. كَمَا تَكَلَّمَ كَذَلِكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Das heißt, unsere Zeit ist richtig sehr, sehr schlimm geworden. Man merkt, dass alles, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ist heutzutage klare Sache. Sieht man live. Und auch Sahabatu radiyallahu anhum haben sie auch darüber auch geredet. Wie zum Beispiel قال عمر ibn al-Khattab radiyallahu anhu سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات أو بشبهات القرآن. Es wird ein Tag, manche Leute, die werden mit euch nur über Scheinargumente, was im Koran steht. Genau wie jetzt. Das heißt, es gibt Leute, die werden immer ihre Köpfe, ihre Verstände benutzen und die werden uns sagen, das passt nicht. Die reden nur mit Scheinargumente. Aber klaren Sachen reden darüber nicht. Aber die folgen nur die Scheinargumente. So hat auch Umar ibn Khattab radiyallahu anhu gesagt. Innahu sayati, es wird kommen. Und das ist jetzt. Ka'anna Umar ya'ishu bainana. Als ob Umar ibn Khattab unter uns ist jetzt. Fakhuduhum bis sunan. Das heißt, khuduhum bis sunan muss ihr, also gegen die, oder müsst ihr eure Sunnan zeigen und eure Sunnan, was ihr folgt, zeigen und müsst ihr auch richtig stabil in Sunnan bleiben. Damit ist gemeint, dass wir nicht die folgen dürfen. Diese Zeit, wo wir jetzt sind, braucht richtige Geduld, dass du auf deinen Dien erstens richtig festhaltest. Genau wie eine wie ein Kohle heißt das, oder? Diese Glühkohle oder wie das heißt. Ha? So genau, ja. فإن أصحاب السنن أعلموا بكتاب الله. هكذا قال عمر sagte, أعلموا أن أهل السنن. Die Leute, die Sunnen folgen, die haben Wissen über Al-Quran. لأن السنن أو أن سنن محمد صلى الله عليه وسلم, die erklären uns viele Versen, die im Koran stehen. Weil es gibt immer im Koran, gibt es manche Versen, braucht man Versen, damit wir diese Versen also verstehen. Kama yani يقول الله عز وجل أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. Danach kommt, wer sind diese Ashabul Maimana?
in Surat Al-Waqi'a. Und wer sind diese Ashabu al-Mash'ama? Sagt Allah Azza wa Jalla, Ashabu al-Yamin, ma Ashabu al-Yamin, fi Sidr al-Makhdud, wa Talh al-Mandud, wa Dhill al-Mandud, bis Ende. Das heißt, Allah Azza wa Jalla hat uns diese Versen danach mit anderen Versen erklärt. Oder du brauchst ein Hadith, damit du ein Vers verstehst. كما قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Diese Ayah haben wir oft auch erwähnt. قال الله عز وجل, die Leute, die richtig in Dunya waren, die werden Paradies bekommen und noch mehr. Das heißt, diese noch mehr wissen wir nicht im Koran. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم hat uns das erklärt. كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم, قال الرسول صلى الله عليه وسلم, und diese noch mehr heißt, dass man Allah Azza wa Jal in Paradies live sieht. Das heißt, und noch mehr. Noch mehr, dass du in Paradies bist, nicht nur in Paradies, sondern auch, du wirst auch Allah Azza wa Jal in Paradies, inshallah, auch live sehen. Und auch, es gibt Hadithen, die man auch, ein extra Hadith, also benutzt, damit wir die erste Hadith auch also verstehen. Deshalb, Al-Islam, wie eine, was kann ich sagen, also, sag immer, wie ein Tisch, die mit Vollessen ist und verschiedene Arten von Essen hast und schon alles bereit und braucht man nur das zu nehmen. Aber trotzdem sind wir faul. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات حتى بين لنا كل شيء إن في الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم, also bevor er gestorben ist, hat uns alles erklärt. لأنه, weil er diese Aufgabe gehabt hat. Allah عز وجل hat ihm diese Aufgabe gegeben und er muss diese Sache auch erklären, genau wie ihm Allah عز وجل erklärt hat. Deshalb heute, wie gesagt, heutzutage kann keiner zu uns kommen und sagt, nein, das ist nicht uns nah und das, was wir machen, ist ein guter Bid'ah oder ein guter, eine Bid'ah Hassan ist. Das alles nicht, was alles nicht von Islam ist, werden wir das nicht angenommen. وكذلك قال الأوزاعي رحمه الله. الأوزاعي رحمه الله sagte, كان يقال يعني خمس كما كان عليها الناس أو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة haben fünf Sachen immer gehabt. Und auch التابعين وتابعي التابعين, die richtig stabile Menschen oder die richtig stabile Muslime, die رسول الله صلى الله عليه وسلم richtig gefolgt haben. Was, welche fünf Sachen haben sie immer gehabt? كانوا يلزمون الجماعة. Die waren immer zusammen. Immer Gemeinschaft. كانوا يلزمون الجماعة. وكذلك كانوا يتبعون السنة. سنة محمد صلى الله عليه وسلم. Ohne Zweifel. Wenn die wissen, dass das ein Sunnah von Rasulullah صلى الله عليه وسلم ist, folgen die. 100%. Ohne weiter zu fragen. وكانوا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم. Wenn er etwas sagt oder wenn er etwas macht, keine Diskussion sogar, sie waren stolz, dass sie sowas machen. Sogar auch nach seinem Tod, Ibn Umar radiallahu anhu, manchmal der geht in einem Ort und der folgt die Schritte und sagt, kann sein, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam von hier auch also gelaufen ist. Und er war auch manchmal in einem Ort, wo ein Baum war, und der kommt unter diesem Baum und sagt, hier kann er yastadillu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hier hat meistens Muhammad sallallahu alaihi wasallam unter diesem Baum gesessen, um Schatten zu bekommen. Und viele, viele Sahaba haben die Rasul sallallahu alaihi wasallam richtig gefolgt. فهذا هو هدفنا. Das ist unser Ziel eigentlich. ثم قال الأوزاعي رحمه الله وعمارة المساجد. Das heißt, كانوا يلزمون الجماعة وكانوا يتبعون السنة وكانوا يعمرون المساجد. Das die meistens in Moschee sind. Das heißt, كانوا يعمرون المساجد وكانوا يتلون القرآن.
هذا كذلك كان من سيرة الصحابة ومن سيرة التابعين، يعني كانوا يقرؤون القرآن والفصنخ وكانوا يجاهدون في سبيل الله فوزخ، وكانوا يجاهدون في سبيل الله. وقال كذلك ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. Das heißt, اتبعوا folgt ihr was Muhammad صلى الله عليه وسلم gesagt oder gemacht hat. ولا تبتدعوا und macht ihr keine Erneuerungen, keine Bid'a, فقد كفيتم. Habt ihr alles, ist alles schon klar und schon alles fertig? Also Rasulullah Haslam hat für uns alles gemacht. فقد كفيتم. Das heißt, wenn jemand etwas bringt, لن يقبل منه. لن يقبل منهم. فقد كفيتم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال: وكل بدعة ضلالة. Es gibt keine Ausnahme. Dass das ein gute Bid'ah ist oder Hasana ist. Nein. وكل بدعة ضلالة. وهذا أخرجه المروزي في السنة. وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه. Warum sagen wir das? Dass nicht einer kommt und der sagt: Ja, ich habe gedacht, in Yom al-Qiyama gibt es keinen. Ich hab gedacht. ما لم يصله الوحي. Außer wenn jemand eine Entschuldigung hat und der sagt: Ich habe keine, also Wahi von einem Prophet bekommen. Meine ich damit, ich habe nicht in einer Zeit, wo eine Prophet oder Gesandter gelebt habe. Ich habe nichts von Islam gehört, zum Beispiel. Aber الآن الحجة قد أقيمت على الكل. Dieses Argument hat jeder oder fast jeder gehört, was Islam ist. Und wer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auch ist. Also jeder, der von mir gehört hat, von meiner Umma, ob er Jude ist oder Christ ist und nicht an mich geglaubt hat, فجزاؤه جهنم. جزاؤه جهنم. Das heißt, nicht einer jetzt kommt und sagt: Aber die Christen und Juden, die haben von Muhammad sallallahu alaihi wasallam also gehört, aber obwohl die nicht an ihn glauben, die werden auch in Paradies reinkommen. Geht nicht. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Einer, der von mir gehört hat und nicht an mich geglaubt hat, فمكانه جهنم خالدين فيها. لهذا قال كذلك ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض. عليكم بالعلم قبل أن يقبض. Was heißt das? Strebt ihr nach Wissen, bevor das weggeht. لأن من شروط الساعة قبض العلم والعلماء. Zeichen der Stunde wird auch Unwissenheit viel kommen. Und auch die werden auch nicht so viele Gelehrten bleiben. Das ist auch ein Zeichen der Stunde. يقبض العلم. Deshalb sagt Ibn Mas'ud: عليكم بالعلم. Strebt ihr nach Wissen, bevor das Wissen weggeht. ثم قال: وقبضه أن يذهب بأصحابه أو بأهله. وقبضه das heißt, was ist die Zeichen, dass nicht mehr also das Wissen bleibt? Die Gelehrten werden langsam sterben und irgendwann haben wir niemand. Und das merken wir sogar auch jetzt. Die meisten griechischen Gelehrten sind entweder gestorben oder in Knast. Meisten. Dass du nachher Also, dass du Wissen von einem Scheich, einem Gelehrten nimmst, ist es selten, dass du das findest jetzt. Das war ein Testament von Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Thumma qal: alaykum bil'ilm. Nochmal. Strebt ihr nach Wissen. Fa'innahu, au fa'inna ahadakum la yadri mata yaftaqiru ilayhi. Das heißt, strebt ihr nach Wissen. Keiner von euch weiß oder wird wissen, wann wirst du das Wissen brauchen. Wir brauchen jetzt, subhanallah. Weil das Wissen ist unser Schutz. Ohne Wissen sind wir nichts. Ich habe immer gesagt, wie ein Feder. Es gab viele Brüder, die waren überall. Die waren Adlis, die waren Ahbash, die waren
Also bei fast alle Sekten waren die dabei. Warum? Weil die keinen Schutz gehabt haben, kein Wissen gehabt haben. Weil Wissen ist, wie gesagt, ein Maßstab und unser Schutz. Wenn einer zu dir kommt und findet dich, dass du richtig stabil bist, er läuft weiter. Aber wenn du kein Wissen hast, er zieht dich. Und wann kannst du das merken, wenn du also kein Wissen hast? Erst wenn es zu spät kommt. Manchmal ist es zu spät. Du bist mit einer Gruppe oder einer Sekte 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre. Hast du alles falsch gelernt. Du musst wieder von vorne. Das erst, also ich kann dir sagen, das ist falsch, falls dass du Taube bekommen hast und du hast auch eine Rechtleitung bekommen, dass du weißt, dass du in einer Sekte bist. Aber meistens. الشيطان يزين أعمالهم. الشيطان ده macht für dich alles schön. Weil الشيطان für ihn ist es besser, dass du ein Mann oder ein Mensch, der Bid'a macht, also das heißt, einer der für الشيطان, für ihn ist besser, für ihn, einer der Bid'a macht, ist für ihn besser. Besser als einer, der großen Sünden macht. Weil der große Sünden macht, der weiß, dass er sündet. Der weiß genau, dass er großen Sünden macht. Aber einer, der Al-Bida'a macht und er denkt, dass er recht in den richtigen Weg ist, bleibt immer so. Und als Shaitan sagt, Alhamdulillah, der ist richtig mein Fans. Irgendwann, der andere, der große Sünden macht, wird die Tauba bekommen, aber der andere, der Shaitan sagt, du bist immer also der Beste und dein Weg ist richtige, der Wahrheit. Leider, Tummaqal, wa innakum satajiduna aqwaman yaz'amuna annahum yad'unakum. Und dann sagt, und ihr werdet auch sehen oder merken, dass manche Leute, die werden behaupten, dass die Al-Quran und Sunna folgen. Aber die haben Al-Quran und Sunna hinter deren Rücken. Und das ist, was wir auch heutzutage auch erleben, subhanallah. Jeder behauptet, dass er Al-Quran und Sunna folgt. Aber in der Wahrheit, du findest nichts. Also weder Koran noch Sunna. Warum will er, wenn er von Anfang kommt und er sagt, ich folge kein Koran, kein Sunna, Alhamdulillah, dann wissen wir, dass er ein Kafir ist. Aber die verstecken hinter Al-Quran und Sunna. Al-Qadianiyya zum Beispiel. Wir wissen klar, dass sie Kuffar sind. Aber die sagen, wir folgen Al-Quran und Sunna. Da haben sogar auch eine große Flagge, grüne Flagge, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Aber in der Wahrheit, die sind keine Muslime. Genauso auch beim Schiiten, genauso auch beim Ahbash, genauso auch die Gruppen, die richtig Kuffar sind, subhanallah. Aber steht La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hakada qala Ibn Sa'ud radiyallahu anhu. Thumma qala fa'alaykum bil ilmi nuhmal. Wa iyyakum wat-tabaddu'. Iyyakum wat-tabaddu'. Pass ihr auf, dass ihr wieder macht. Wa iyyakum wat-tabaddu'. Wa qala rajulun li Ibrahim Ibn Adham. Aina man sagt zu Ibrahim Ibn Adham, das ist ein großer Tabi'i, ein großer Gelehrter auch, sagte ihm oder hat ihm diese Frage gestellt. Allah Azza wa Jalla yaqul, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Das heißt, Allah sagte uns, macht ihr Dua, ich werde euch geben. Aber warum Allah uns gibt uns nicht, wenn wir Dua machen? Dann qalahu Ibrahim ibn Adham رحمه الله قال السبب the Grund warum Allah عز وجل nicht unser Dua annimmt. قال له عرفتم الله فلم تؤدوا حقه. Ihr wisst, dass Allah عز وجل existiert, aber ihr habt nicht seine Rechte gegeben. وحق الله عز وجل هو أن نعبده ولا نشرك به شيئا. Wir wissen, dass Allah Azza wa Jalla existiert.
Es gibt auch also Leute, die Schirk machen. Und die wissen auch, dass Allah Azzawajal existiert. Das heißt deshalb, Allah Azzawajal nimmt nicht unser Dua an. قال عرفتم الله ولم تؤدوا حقه تنخ وقرأتم القرآن فلم تعملوا بما جاء فيه. Und ihr habt auch oder ihr liest auch Koran, aber ihr macht nicht, was im Koran steht. Reicht nicht, wenn wir nur lesen, sondern was dort oder was drin steht, muss man auch machen. ثم قال وقلتم أنكم تحبون الرسول ولم تطيعوه sallallahu alaihi wasallam. Und ihr sagt, dass ihr Rasulullah sallam liebt, aber folgt ihr ihm nicht. Subhanallah. Das ist eine Lüge nur eigentlich. Jemand, der sagt, ich liebe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aber er folgt ihm nicht. Das ist ein Liebe, das ist kein Liebe, das ist eine Lüge. Yani an Allah azza wa jalla qul in kuntum تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني حب الله من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Das heißt, wann kannst du wissen, dass du Allah Azza wa Jalla liebst? Erst wenn du Muhammad صلى الله عليه وسلم liebst. Warum? Weil Rasul صلى الله عليه وسلم ist ein Kantara, ein Brücke. يعني طاعة الله في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. Das heißt, wenn du Allah Azza wa Jalla gehörst, das automatisch gehörst du auch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Du kannst nicht Allah azza wa jalla gehorchen, erst wenn du Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehörst. Weil er hat uns gezeigt, wie kann man Allah azza wa jalla gehorchen. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Das heißt, wann bekommen wir auch diese Rechtleitung von Allah azza wa jalla? Erst wenn wir ihn auch gehorchen. ثم قال وَقُلْتُمْ أنكم تلعنون إبليس ولكنكم تطيعوه. Jeder von uns sagt, dass Iblis la'anahu Allah, oder? Aber wir folgen Iblis. Automatisch, subhanallah. يعني ثم قال وتركتم عيوبكم وأخذتم في عيوب الناس. Das ist noch auch schlimm, subhanallah. Das heißt, قال هذا الرجل لماذا warum Allah Azza wa Jal nimmt nicht unser Dua an. Diesen Sachen, diese fünf Sachen. Diese letzten sind sehr, sehr gut, subhanallah. Dass man sagt, الشيطان لعنه الله, wir schimpfen als Shaitan und wir wissen, dass er der erste Feind ist, aber trotzdem, wir geben auf bei ihm. Wir folgen ihm. نطيعوه, wir gehorchen ihm auch. Und auch قال وتركتم عيوبكم, ihr habt eure Fehler gelassen und ihr habt den Fehler von anderen Leuten gefolgt. Das heißt, man sieht nicht unsere Fehler, sondern wir sehen den Fehler von anderen Leuten. Deshalb Allah Azza wa Jalla nimmt nicht unser Dua an. ثم قال الحسن البصري رحمه الله لا يصلح قول إلا بعلم. Subhanallah, schau mal diese Wörter von diesen Leuten. La yasluhu, yani la yasluhu qawlun illa bi'ilmin. Das heißt, wenn du etwas sagst, ohne zu machen, das reicht nicht. Ya ayyuhal ladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Das heißt, la yasluhu qawlun bila amal. Du kannst tausendmal was sagen, aber wenn du das nicht machst, ist nichts. لا يصلح قول بلا عمل ولا يصلح قول وعمل إلا بنية. لا يصلح قول وعمل إلا بنية. Das heißt, du kannst tausendmal was sagen, du kannst tausendmal also etwas machen, solange du keine richtige Absicht hast, wird auch nicht angenommen. ولا يصلح عمل ونية وقول إلا بالسنة. سبحان الله. Das heißt, unsere Taten, unsere Aussagen und das heißt, القول والعمل والنية. القول
was man sagt, al-amal, was man macht, und die Absicht, diese drei, wenn die nicht nach Sunna sind, wird auch nicht angenommen, subhanallah. Das heißt, wann wird von uns unsere Taten angenommen? Qawlun wa amalun wa niyyatun ala sunnati. Mit Sunna. Dann. Ich sage immer, es gibt Tausende, so viele Leute, die haben diese Sachen, diese drei Sachen. Gute Absicht, die machen, die sagen, aber was sie nicht haben, dass sie nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Das heißt, diese A'mal, diese Taten, ist wie Luft, Staub. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Wird das nicht angenommen. لأن العمل, das haben wir auch tausendmal auch gesagt, لا يقبل العمل إلا unter zwei Bedingungen. Dann werden unsere Taten angenommen. Wann wird das von uns angenommen? Also erstens Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, das heißt gute Absicht. Die Aufrichtigkeit, thumma mutaba'at Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Taten, die wir machen, ob das Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat oder nicht. Wenn er das nicht gemacht hat, wallahi, er wird von uns nicht angenommen. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Das heißt, jemand, der etwas in Islam reingebracht hat, was wir nicht gemacht haben, wird nicht von ihm angenommen. Khalas. Das ist eine Regel. Deshalb Maßstab ist, hat er das gemacht, hat nicht gemacht, einfach. وما جعل عليكم في الدين من حرج. الدين الإسلام والله ist einfach. Einfach. Aber wir machen schwer. Wir machen schwer, subhanallah. نعم. وقال كذلك مالك بن أنس رحمه الله قال السنة سفينة نوح. كان ديزا شيف نوح عليه السلام. السنة في سفينة نوح من ركبها نجا. من أين إن ديزن سفينة einsteigt ist wird gerettet. ومن تخلف عنها غرق. Und wenn einer nicht dieses Schiff nimmt, er wird ertrinken. سبحان الله. يعني السفينة هي السنة. Wenn du dabei bist, wirst du gerettet. Wenn nicht, du wirst ertrunken. وقال كذلك رحمه الله وإياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة. والله sind أعداء السنة. سأزكت مالك بن أنس رضي الله عنهم إياكم وأصحاب الرأي. أصحاب الرأي heißt die Leute, die ihre عقول benutzen. Obwohl ein Ayah gibt, obwohl ein Hadith gibt, und trotzdem der sagt, aber ich meine, das ist so, Ar-Rasulullah hat nicht so gemeint, diese Ayah ist nicht so, ja, er benutzt nur seinen Kopf. عند الاجتهاد, يعني wenn ein Nass da ist, ein Verse oder ein Hadith, hier brauchen wir nicht dein Aql. لأن العقل لا يؤخذ به في النص. Das heißt, wenn ein Nass, damit gemeint ein Vers oder ein Hadith, braucht man hier keinen Aql zu benutzen. Und auch die Uqul von uns, solange ein Wahi ist, brauchen wir nicht zu benutzen. لأن الإسلام, er sagt immer vollkommen, kamil. Und wenn wir oder wenn jeder von uns seinen Aql benutzt, von wem sollen wir nehmen? Jeder hat sein eigenes Aql und jeder hat auch eigene Gedanken. Wenn du einen Gedanken hast und andere Bruder auch gleiche andere Gedanken hat und so weiter und so fort, von wem sollen wir nehmen? Das heißt, werden wir auch keinen richtigen Weg auch also folgen. Jeder wird wie Philosophie einfach nur Gedanken oder Alkohol benutzen und irgendwann haben wir auch keine Religion. لا اجتهاد
مع النص، هذه قاعدة، لا اجتهاد مع النص. Es gibt keine Meinungen, wenn solange eine Hadith oder eine آية gibt. نعم. ثم قال ابن الخطاب رضي الله عنه: فقد بينت الأمور. بينت الأمور heißt das, Allah عز وجل hat uns alles erklärt. Im Koran. والرسول صلى الله عليه وسلم auch genauso hat für uns alles erklärt. كما قال صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء. Ich habe euch bei. Wie kann ich es على البيضاء erklären? Das heißt, ich habe für euch alles klar gelassen. لا يزيغ عنها إلا هالك. Wer wird den richtigen Weg nicht nehmen? Nur einer, der stur ist, sag mal so. Er will nicht das nehmen. Oder das war, ich weiß nicht, was ist seine Richtung. لأن الله عز وجل كذلك يقول إنهم اتخذوا الشيطان أولياء. الشياطين sind nicht nur von Jinn, sondern auch von Menschen. Kann man auch das nennen, subhanAllah. Shayatin al-Insi wa Shayatin al-Jinn. Wa Shayatin al-Ins sind noch schlimmer, wie auch die Gelehrten sagen. لأن الشيطان الجن wir haben alhamdulillah Ayat versen, wenn du das einfach nur liest, er wird abhauen. Aber Shayatin al-Ins, die bleiben mit dir. Kann sein, dass die auch also Koran für dich erklären, Tafsir geben. لهذا قال الله عز وجل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Denken, dass die richtigen Menschen, die richtigen Schuyuch folgen, aber die folgen nur الشياطين. قال الله عز وجل كذلك ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Also solange du nicht die Wahrheit also suchst und folgst, Allah عز وجل يقيد لك شيطان فهو لك قرين. Das heißt, شيطانك wird dich immer gewinnen, solange du dein Hawa folgst. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم إلا وله قرين. Jeder von uns hat ein قرين. قرين من الجن وقرين من الملائكة. Jeder von uns hat ein قرين. قرين heißt Begleiter. Begleiter von الجن und Begleiter von ein Engel. Und رسول الله صلى الله عليه وسلم hat auch eine Frage bekommen. Da habe ich ihm gesagt, يا رسول حتى أنت يا رسول الله. Du auch, يا رسول الله. قال حتى أنا. إلا أن الله عز وجل أعانني عليه حتى أسلم. Aber Allah عز وجل hat mir geholfen, bis أسلم hat zwei Bedeutungen. أسلم heißt استسلم, hat aufgegeben. Und zweite Bedeutung heißt, dass Muslim geworden ist. In zwei sind alle sind alhamdulillah sehr gut. Aber meine ich damit, es gibt Leute, die haben die Shayatin. Die folgen nur als Shayatin, was die Shayatin macht. Als Beispiel, es gibt manche Brüder, die sind nicht von Shayatin befreit. Der macht nur, was sein Shayatin macht. Also, das heißt, er macht nur, was sein Shayatin macht. Er folgt ihm. Aber wenn du stabil bist und als Sunnah folgst, er macht, was du machst. Das heißt, in diesem Fall, er wird dich folgen und irgendwann wird er auch aufgeben. Aber solange du schwach bist, musst du immer so denken, solange du schwach bist, du machst, was er macht. Das heißt, du folgst als Shaitan, was er macht. Inshallah, nächste Woche. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, nach 5 Minuten machen wir die Fragen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.